Wir sind jetzt hier bei unserem neuen Highlight, das Albino-Känguru. Ich war der Erstentdecker. Ich habe es schon quasi in Beutelgröße entdeckt. Und da war helle Freude, weil wir wollten schon immer einen Albino haben. Und ich habe mich dann für den Namen Heino entschieden, da es einfach schon klar war, aufgrund auch von der Größe, dass es eventuell ein Männchen ist. Und es hat sich auch bestätigt. Ich habe ein paar Fotos zugeschickt gekriegt, wo man das ein bisschen sieht. Also es scheint tatsächlich wirklich ein Kerl zu sein. Und ja, wir freuen uns an diesem weißen, schönen Tier. Das sieht total ulkig aus, wie dieses weiße Känguru durch die wilden, naturfarbenen rumhüpft. Und es wird auch akzeptiert. Also es wird auch nicht gemobbt oder so. Also von daher ist das ein sehr schöner Anblick. Noch ein kleines weiteres Highlight ist hier bei unseren Säbelschnäblern. Die haben dieses Jahr zwei Junge gekriegt. Letztes Jahr war es nur eins, dieses Jahr zwei. Also es wird, wir hoffen, dass natürlich nächstes Jahr noch ein paar mehr kommen. Wir hatten in den letzten Jahren nie Nachwuchs gehabt. Das hat nie funktioniert. Wir haben dann irgendwann neue Tiere dazu gekriegt und seitdem funktioniert es. Ist natürlich schön, da diese Tiere in den Wattenmeer vorkommen, Nordsee. Und die sind halt sehr bedroht. Und ja, wir freuen uns halt, dass da die Nachzucht endlich mal funktioniert hat. Ja, die Arbeit als Tierpfleger ist natürlich sehr vielfältig. Macht auch unheimlich viel Spaß. Aber man muss halt auch ein kleines Stück Privatleben aussetzen. Und weil es kann immer mal was passieren, auch nach Feierabend, dass man mal nach hier kommen muss, wenn, keine Ahnung, die Schafe mal abhauen oder, keine Ahnung, eine Geburt vorsteht oder ein Tier verletzt ist. Da muss man halt hier antanzen und das Problem regeln. Und ja, das ist halt das, wo man drauf achten muss. Aber sonst ist das ein wunderschöner Beruf, der auch sehr viel Spaß macht. Und man muss halt viel Liebe dem Tier auch bringen. Ne, und wenn man das nicht hat, dann ist man, denke ich mal, auch völlig fehl am Platz in diesem Beruf. Und jährlich grüßt das Murmeltier bzw. der Otter. Wir haben wie jedes Jahr Nachwuchs, wo wir uns sehr drüber freuen. Es geht sich ja hier um den europäischen Otter, der unter Schutz steht und wir uns natürlich erfreuen können, dass wir für den Arterhalt auch ein bisschen dazu beitragen können. Wir haben dieses Jahr nur ein Jungtier. Es ist auch ein Weibchen. Bleiben kann es wahrscheinlich eh nicht, da Fischotter Einzelgänger sind und wir uns dann auch von dem Tier verabschieden müssen, früher oder später. Bei unseren Erdmännchen tut sich leider immer noch nichts, also was Jungtiere angeht. Wir haben zwar schon Paarungen und sowas gesehen oder Andeutungen davon. Ich habe vor kurzem gesehen, Männchen und Weibchen, wie sie sich ein bisschen gekebbelt haben. Er versucht hatte auch, sich mit ihr zu paaren, aber immer wieder so ein bisschen abgewimmelt hat. Wir hoffen natürlich, dass es trotzdem irgendwie irgendwann mal klappt. Ich meine, die können auch noch im Winter Junge kriegen, im schlimmsten Fall und oder im guten Fall, wie auch immer. Ja, hoffen wir mal einfach, dass es funktioniert.